darf jetzt aufrufen, den Antrag der Fraktion der SPD, Zerschlagung der kommunalen Krankenhauslandschaft muss aufhören, 203685 mit Top 60 und mit Top 91. Als erster Rednerin in der Aussprache dazu darf ich erteilen der Kollegin Dr. Sommer das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine gute und ausreichende medizinische Versorgung gehört zu den Grundpfeilern der Daseinsvorsorge. Gute Versorgung in erreichbarer Nähe braucht zukunftsfähige Konzepte. Dazu hat die Landesregierung keine Idee, keine Lösung, kein Konzept. Dabei hat die Corona-Pandemie noch einmal unterstrichen, wie wichtig eine gute medizinische Infrastruktur ist. Nicht nur in Krisenzeiten müssen wir alles dafür tun, dass alle Menschen, insbesondere auch Ältere, die Versorgung vorfinden können, die sie benötigen. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal allen Krankenhäusern, allen Einrichtungen, allen Tätigen im Gesundheits- und Pflegebereich herzlich danken, denn sie haben die Pandemie gemanagt, meine Damen und Herren. Seit über 20 Jahren vernachlässigt das Land seine gesetzliche Pflicht zur Finanzierung der Investitionen in Krankenhäusern. Das Land muss sich gerade in der Krise darauf besinnen, dass die Krankenhausplanung und die Sicherung der gesundheitlichen Daseinsvorsorge essentiell ist und dass die Krankenhäuser mit Investitionen nachhaltig gestärkt werden muss. Die Pandemie hat ohnehin schon die angespannte Situation der Krankenhäuser in Hessen weiter verschärft. Von den auf etwa 300 bis 400 Millionen € pro Jahr in nächster Zukunft ansteigenden Investitionsmitteln übernimmt das Land originär nur 18 Millionen €. Viele Krankenhäuser sind in einer prekären wirtschaftlichen Lage und schreiben kontinuierlich Verluste. Sie brauchen endlich angemessene Investitionsmittel, für die das Land, meine Damen und Herren, Verantwortung trägt. Langfristig muss deshalb, und auch das ist nicht nur eine Lehre aus dieser Zeit, über eine grundsätzliche Überarbeitung der Krankenhausfinanzierung und der intersektoralen und sektorenfreien Gesundheitsversorgung nachgedacht werden. Die Pandemie hat gezeigt, dass Vorhaltung und Daseinsvorsorge nicht nur leere Worthülsen sind, sondern über Leben und Tod entscheiden können, meine Damen und Herren. Eine zukünftige Krankenhausfinanzierung muss eine verbesserte auskömmliche Investitionsmittelfinanzierung gewährleisten und gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis von Vorhalte- und leistungsorientiertem Budget aufweisen. Wir sind uns einig, dass die Behandlungsleistungen über die DRGs optimiert werden müssen. Das ist nicht Landesaufgabe. Landesaufgabe aber ist, die Investition zu tätigen. Das Land hat den Auftrag, die gesetzliche Verpflichtung im Rahmen des Sicherstellungsauftrages mit ausreichenden Investitionsmitteln die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen sicherzustellen. Sie sind für die Investition zuständig, meine Damen und Herren. Und diesem gesetzlichen Auftrag kommt das Land Hessen nicht nach. Weil das Land Hessen zur Finanzierung oder der Finanzierung nur unzureichend nachkommt, müssen Krankenhäuser nämlich ihre Investitionskosten zum Teil aus den Erlösen der DRGs decken. Das Resultat sind oft verschuldete Kliniken, fehlendes Personal und ein Anstieg unnötiger OPs. Damit leidet nicht nur die Qualität der Krankenhäuser, sondern die Gesundheit der Patienten wird zunehmend gefährdet. Deshalb sollten Sie als Landesregierung Ihr Finanzierungskonzept endlich überdenken. Seit Jahren sinkt die Zahl der Krankenhäuser und der vorgehaltenen Betten. 137 Kliniken gab es nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts 2017. 2000 waren es noch 152. Und auch die Bettenkapazität sank von 37.000 auf unter 33.000. Und im Übrigen
stellen Länder um Krankenhäuser und eine gute Patientenversorgung und schließlich auch ein starkes Gesundheitswesen zu gewährleisten, Krankenhauspläne als Steuerungsinstrument auf. In Hessen, meine Damen und Herren, haben wir aber ein Jahrzehnt auf einen neuen Krankenhausplan gewartet. Der Krankenhausrahmenplan war 2009 zum letzten Mal aufgestellt worden. 11 Jahre lang hat die Landesregierung sich nicht darum gekümmert, zu steuern. Und auch jetzt ist keine Steuerung in Sicht, meine Damen und Herren. Jedoch ist eine verlässliche, aktive Krankenhausplanung unerlässlich. Dabei müssen wir ein spezielles Augenmerk natürlich auf regionale Besonderheiten legen. Ziel ist, Unterversorgung zu verhindern, Parallelstrukturen abzubauen, eine Fehl- und eine Überversorgung zu vermeiden. Aber eine radikale Streichung von Krankenhäusern ist dabei der falsche Weg. Und meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal, hier geht es um Daseinsvorsorge. Es reicht nicht nur, auf das Papier zu bringen, Krankenhäuser an die Bedürfnisse älterer Menschen anpassen, Qualität und Patientengerechtigkeit verbessern zu wollen, sowie einen Rechtsanspruch auf notwendige Investitionskosten und auf die Bedarfsnotwendigkeit zu verweisen in Ihrem neuen Plan. Man muss diesen Aspekten eben auch gerecht werden. Und das tun Sie nicht, meine Damen und Herren. Schlimmer noch, vielerorts fühlen sich Krankenhäuser, Kreise und Kommunen alleingelassen. Ganz gleich, ob in Groß-Gerau, in Bad Hersfeld, in Melsungen oder Rothenburg. Es gibt keine Unterstützung dieser Landesregierung. Und kaum ein kommunales Krankenhaus schreibt keine roten Zahlen. Weil das Land seiner bedarfsgerechten Investitionsförderung nicht nachkommt, werden bauliche Maßnahmen oder technische Investitionen entweder zurückgestellt oder aus den laufenden Mitteln finanziert. Oftmals sind die für das Personal gedacht. Statt des Landes bezahlen daher vor allen Dingen die Kreise und Kommunen neben der Übernahme der Defizite diese mit der Krankenhausumlage, mit der Heimatumlage, mit dem KFA. Aber auch Patienten, Ärzte und Pflegekräfte zahlen viele notwendige Investitionen, indem Krankenhäuser eben am Personal sparen. Konsequenz, meine Damen und Herren, der Investitionslücke ist so auch die knappe Personalbesetzung. Dabei werden in Hessens Krankenhäusern immer mehr Menschen behandelt. Die Zahl der Fälle ist tendenziell steigend, die Kliniken sind voll, man wartet auf Termine, das Personal arbeitet an der Belastungsgrenze. Und deswegen werben wir auch erneut für Mindestpersonalstandards, damit endlich mehr Zeit für die Patienten vorhanden ist, meine Damen und Herren. Und genau dazu braucht es die notwendigen Investitionen. Da das Land der notwendigen finanziellen Ausstattung nicht nachkommt, sind die zu tätigen Investitionen häufig kreditfinanziert. Hiermit gehen die Krankenhäuser, Kommunen und Kreise hohe zusätzliche Belastung auf. Und ich möchte nur einmal sagen, die können bei einem Wiederanstieg des Zinsniveaus fatale Folgen für unser Gesundheitssystem haben, meine Damen und Herren. Die Krankenhäuser in Hessen haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie bereit sind, alles zu tun, um den Schutz der Bevölkerung zu garantieren. Sie haben die gesundheitliche Daseinsvorsorge und haben die Herausforderungen der Pandemie mit großem Engagement gemeistert, meine Damen und Herren. Und in dieser Krisenzeit hat sich einmal mehr bestätigt, dass die Frage, ob ein Krankenhaus erhalten werden soll oder nicht, keine rein wirtschaftliche Frage ist. Es braucht eine vernünftige Steuerung, eine bessere Finanzierung durch das Land zur Erhaltung der Krankenhauslandschaft, die den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Und das, meine Damen und Herren, gehört zur notwendigen und unverzichtlichen staatlichen Aufgabe des Landes nach § 1 und § 4 des Krankenhausgesetzes. So viel dazu, Herr Wagner. Das können Sie gerne noch einmal nachlesen. Nehmen Sie endlich Ihre Aufgabe wahr. Wir brauchen auf jeden Fall in Hessen ein Gesamtkonzept
damit wir unsere Krankenhäuser in Zukunft auch sicherstellen können. Und Aufgabe der von uns vorgeschlagenen Anhörung soll daher sein, die bisherigen Entwicklungen, aber auch die aktuelle Situation zu bewerten, Empfehlungen für das zukünftige Handeln aufzustellen und da genau hinzugucken auf die Personalsituation, die Arbeitsbelastung und die Patientenorientierung. Da das Land selbst keine Expertise hat, wollen wir diese wichtigen Themen mit der Praxis, also mit den Expertinnen und Experten in eigener Sache besprechen. Wir hoffen, dass Ihnen das genauso wichtig ist wie uns, die Patientensicherheit, das Gesundheitswesen und die Akteure. Deswegen bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen. Die Landesregierung ist nämlich nicht bloß unbeteiligter Zuschauer in der Krankenhausversorgung, sondern wichtiger Akteur und kann mehr tun, als sie es jetzt tun, meine Damen und Herren. Deswegen nehmen Sie Ihre ureigene Verantwortung wahr, investieren Sie bedarfsgerecht in die Krankenhäuser und lassen Sie nicht länger eine unverantwortliche Zerschlagung der Krankenhauslandschaft zu. Steuern Sie, wir brauchen zukunftsfähige Konzepte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank an die SPD, dass Sie dieses Thema gesetzt haben. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, auch angesichts der heute stattfindenden Gesundheitsministerkonferenz. Und Sie haben ja in Ihrem Antrag deutlich gemacht, dass die Krankenhausfinanzierung gerade hier ein zentraler Baustein in der hessischen Krankenhauspolitik ist. Schon alleine die Hessische Krankenhausgesellschaft sagt, dass 180 Millionen € fehlen im Jahr für Investitionen. Wir sagen, es sind 235 Millionen €, weil man natürlich das Geld dazu zählen muss, das sie den Kommunen weggenommen haben. Deshalb werden wir dem Antrag der SPD auch gerne zustimmen. Allerdings, Frau Dr. Sommer hat ja schon ein paar Hinweise gegeben, es reicht aus unserer Sicht auch nicht, tatsächlich bei den Finanzen stehen zu bleiben. Das ist für uns als LINKE zu wenig. Wir erwarten einen umfassenden Plan zur Sicherstellung der hessischen Gesundheitsversorgung von dieser Landesregierung. Mitten in den Sommerferien, aber wie sieht es aus? Mitten in den Sommerferien haben Sie still und leise einen Krankenhausplan 2020 vorgelegt, mehrere Jahre zu spät, aber trotzdem inhaltlich völlig flach. Was Sie versäumt haben, oder die Expertise ist nicht da, wie Frau Dr. Sommer gesagt hat. Es gibt keine ernsthafte wissenschaftliche Versorgungs- und Bedarfsplanung. Die Krankenhausplanung erfolgt in Hessen immer noch mit Bettenzählen, und zwar nach der Hill-Burton-Formel aus dem Jahr 1960. Ich weiß nicht, ob Sie sich nicht dafür schämen, Konzepte aus dem letzten Jahrhundert, 60 Jahre alt, auf eine moderne Krankenhauspolitik anzusetzen. Aber das ist nur das eine, was Sie völlig versäumen. Sie haben auch die stationäre Versorgung völlig abgetrennt von der ambulanten oder intersektoralen, oder wir müssen ja heute von sektorenfreier Versorgung sprechen. Sie haben das völlig meinen das völlig isoliert davon planen zu können, und das ist Humbug. Aber was hat das für Auswirkungen? In Ihrem Krankenhausplan, ich stelle den immer nur in Anführungszeichen, sagen Sie, dass die Anbieterstruktur im Krankenhausbereich immer noch gekennzeichnet ist durch zu viele Krankenhausstandorte. Zu viele hört sich jetzt für mich nicht als Planung an. Das hört sich eher als Vorzeichen für den nächsten Kahlschlag an, den wir zu befürchten haben. Und wo soll der erfolgen? Auch da gibt es Hinweise in Ihrem Krankenhausplänchen. Sie sehen in vier Bereichen Überkapazitäten. Es hat mich jetzt nicht richtig gewundert, dass die Überkapazitäten genau dort stattfinden, wo Patientinnen und Patienten feststellen, dass es viel zu wenig an Kapazitäten gibt. Und zwar ist das die Kinder- und Jugendmedizin, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo es lange, lange Wartezeiten gibt, bis man einen Platz bekommt, die psychosomatische Medizin und Psychotherapie und die Geburtshilfe und Frauenheilkunde.
Und auf so einen Unsinn kann wirklich nur jemand kommen, der die Planung am Reißbrett mit mathematischen Formeln macht und sich weder für die wissenschaftlichen Erkenntnisse noch für die Realität der Menschen interessiert. Gehen wir einmal zu dem Beispiel Geburtshilfe. Wir haben ja in der letzten Plenarsitzung darüber diskutiert, über die Situation der Hebammen in Hessen. Und Sie haben ja doch deutlich auch festgestellt in dem Hebammengutachten, dass es eine Unterversorgung gibt. Reicht Ihnen eigentlich die Schließung von jeder dritten Geburtsstation in Hessen immer noch nicht aus? Wollen Sie noch mehr streichen? Haben Sie das dem Runden Tisch Hebammenversorgung auch so mitgeteilt? Nein, wir erwarten von Ihnen tatsächlich Lösungen für eine flächendeckende Versorgung mit Geburtshilfe und nicht so einen Quatsch. Aber ich denke, ich gehe über zu dem nächsten Thema. Das beste Beispiel in Ihrem Plan in Anführungszeichen ist die Personalbemessung. Pflegepersonal kommt in Ihrem Landeskrankenhausplan nur dann vor, wenn sie auf die Personaluntergrenzenverordnung abgestellt wird. Aber es wundert mich nicht, der Landeskrankenhausausschuss ist ja nicht sehr paritätisch zusammengesetzt. Diese Untergrenzenverordnung ist ja völlig unzureichend. Das sind Durchschnittswerte, zu wenige Bereiche werden einbezogen und viel zu wenig kontrolliert. Und es gibt ja eine Vorlage vom Anfang des Jahres, die Pflegepersonalregelung 2.0 von Verdi, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat. Machen Sie sich doch endlich stark dafür, dass dies auf Bundesebene umgesetzt wird. Das wäre wirklich ein echter Fortschritt. Die Hessische Landesregierung scheint auch gerne vom Balkon zu klatschen. Aber Sie müssen endlich etwas tun, um die Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen in den Krankenhäusern zu sorgen. Gestern waren wir mit jungen Leuten unterwegs vom UKGM. Sie haben mir erzählt, dass schon Azubis, Auszubildende in der Krankenpflege, sich unter den Anforderungen der Ausbildung, der Tätigkeit zusammenbrechen und ihre Ausbildung schon überlegen, abzubrechen. Die anderen gehen nach einem Jahr aus dem Beruf. Wenn Sie nicht endlich etwas ändern in der Pflegesituation im Krankenhaus, werden Sie demnächst noch weniger Pflegekräfte haben, aber niemanden zurückgewinnen. Es ist notwendig, ein deutliches Signal an die Pflegekräfte zu senden, dass sich die Arbeitsbedingungen grundsätzlich ändern. Aber was brauchen wir stattdessen? Wir brauchen wirklich einen Plan. Der Duden definiert Planung als eine Vorstellung von Art und Weise, in der ein bestimmtes Ziel verfolgt, ein bestimmtes Vorhaben verwirklicht werden soll. Und davon ist Ihr Krankenhausplan aus dem Hause Klose weit entfernt. Stattdessen brauchen wir tatsächlich ein mehrstufiges Konzept. Und DIE LINKE hat Ideen für eine solche, wie man zu einer solchen Planung kommt, auch durchaus vorgelegt. Wir brauchen ein wissenschaftliches Gutachten zur Versorgungssituation und Planung. Dieses muss deutlich machen, wie ist die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und wie sind Qualitätsstandards zu gewährleisten. Es muss klar sein, dass die Personalmindeststandards eingehalten werden. Die Ambulante, die Intersektorale, die Altenpflege, die Heilmittelerbringerin, der Rettungsdienst, der öffentliche Gesundheitsdienst, das Hospizwesen, alle die müssen eine Gesundheitsplanung umfassend eingezogen werden. Wir können doch heute nicht mehr im Klein-Klein planen. Wir sehen doch, dass alles zusammenhängt. Und wenn wir an einer Stelle etwas wegnehmen, die andere Stelle zusammenbricht. Und wir brauchen das, und das fehlt in dem Landeskrankenhausplan ganz deutlich, das Wort flächendeckend fehlt dort drin. Wir brauchen eine zeitnahe Erreichbarkeit für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Angehörigen, auch mit dem ÖPNV. Und wir denken, eine gute Marge wäre, dass man in 30 Minuten die nächste stationäre Einrichtung erreicht haben muss. Und auf Basis dieses Gutachtens soll es eine umfassende Bedarfsplanung unter Beteiligung aller relevanten Akteurinnen und nicht nur derer, die die Krankenhäuser betreiben, sondern auch denen, die darin arbeiten, den Gewerkschaften, Patientenorganisationen usw. so geben. Diese sollen zentrale Vorgaben dann auf eine regionale Ebene geben. Und wir haben die Gesundheitskonferenzen, wir können die ausweiten, wir können sie stärken, wir können damit wirklich arbeiten und damit auch eine demokratische
Organisation vor Ort entwickeln, sodass die Menschen vor Ort auch daran beteiligt sind, die Akteure vor Ort daran beteiligt sind, was ist denn notwendig und wie kann das auch tatsächlich umgesetzt werden. Und das wäre dann wirklich eine ordentliche Versorgungsplanung statt einer dieser kontextlosen Krankenhausplanung. Das alles haben wir zusammengestellt in unserem Diskussionspapier, das wir mit vielen Leuten diskutieren, mit Krankenhäusern, Krankenkassen, Ärztinnen, Ärzten, Gewerkschaft, Pflege, viele andere Kräfte mehr. Für uns ist wichtig, dass es eine sektorenfreie Versorgung gibt. Und ich denke, sicher ist nicht alles auf Landesebene zu machen, aber wir müssen auch Anstöße von der Landesebene auf die Bundesebene weitergeben. Es ist aber notwendig, es gibt auch Dinge, die im Land gemacht werden können. Wir können das haben zum Beispiel Thüringen hat das gezeigt, die haben eine wirkliche Krankenhausplanung durchgeführt und damit auch wirklich sinnvolle und gute Strukturen im Lande geschaffen. Ich denke, da gibt es auch Möglichkeiten, in der heutigen Situation und in den heutigen Rahmenbedingungen durchaus einiges zu tun. Eine gestufte Versorgungsplanung mit einer Maximalversorgung, einer Grundversorgung, Spezialisierung, intersektoralen Gesundheitszentren als Brücke zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung und den kommunalen Gesundheitszentren, die flächendeckend tatsächlich vorhanden sein müssen. Und ich denke, wichtig ist, dass die Situation der Patientinnen und Patienten, der Beschäftigten und auch der nichtärztlichen Gesundheitsberufe viel stärker in die ganze Diskussion mit einbezogen werden soll. Klar, Ambulantisierung spielt eine große Rolle, auch Digitalisierung mit einem hohen Datenschutzanforderung. Das sind alles Themen, die notwendig sind in einem Krankenhausplan, in einem wesentlich höheren oder in einem Gesundheitsplan, den wir eigentlich von Ihnen erwarten, in einem höheren Maße einzubringen. Wir brauchen natürlich auch die ganzen angrenzenden Gebiete, die ich schon gesagt habe, die notwendig sind, hier für die Gesundheitsversorgung zu sorgen. Und das wäre ein sinnvoller, umfassender Planungsprozess. Und da wäre es natürlich auch notwendig, ein Zeichen gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens zu setzen. Sie müssen zum Ende kommen, Frau Kollegin. Und einen Fonds zur Finanzierung von Rekommunalisierungen von Kliniken aufzulegen. Da Sie aber lieber die Privatisierung eines Uniklinikums verteidigen, als ernsthafte Schritte für ein gutes Gesundheitswesen zu unternehmen, sind meine Hoffnungen in dieser Frage sehr begrenzt. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist Herr Dr. Bartelt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung und die Regierungsfraktionen bekennen sich zur Trägerschaftsvielfalt der Krankenhäuser. Kommunale, frei gemeinnützige und privat getragene Kliniken leisten gleichermaßen hervorragende Beiträge zur stationären medizinischen Versorgung. Die Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft genießen unsere besondere Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Deshalb ist die Überschrift des Antrags „Zerschlagung der kommunalen Krankenhauslandschaft muss aufhören“ schlichtweg abwegig, meine Damen und Herren. Sie unterstellt ja am Ende noch dem Land, dass es die kommunalen Kliniken zurückdrängen wolle. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte dies mit folgenden Fakten belegen. Erstens. Die Plankrankenhäuser in Hessen sind zu jeweils einem Drittel in öffentlicher, frei gemeinnütziger und privater Trägerschaft. Sehen wir auf die Anzahl der Betten, haben die kommunalen Krankenhäuser einen Anteil von deutlich mehr als 50%. Im Bundesdurchschnitt ist ihr Anteil bei beiden Berechnungen erheblich niedriger, auch in Thüringen. Hier im Bundesdurchschnitt sind nur 550 von 1.900 Kliniken in öffentlicher Hand. In Hessen haben die kommunalen Kliniken eine größere Wertigkeit als im Bundesdurchschnitt. Zweitens.
Schon 2012 hat die damalige Landesregierung ein Konzept zur Stärkung der kommunalen Kliniken durch Förderung von Verbundstrukturen vorgelegt. Ausgangspunkt war die Analyse, dass die kommunalen Kliniken häufiger negative Jahresabschlüsse haben und häufiger insolvenzgefährdet sind als Krankenhäuser in anderer Trägerschaft. Sie haben die gleiche hohe Qualität in ärztlicher, pflegerischer und auch kaufmännischer Hinsicht wie die anderen Kliniken, nutzen aber viel weniger die Synergieeffekte von Verbundstrukturen. Es hat sich seitdem viel Positives getan, aber es ist noch nicht ausreichend. Diese Landesregierung setzt auch weiter Anreize, Verbünde zu fördern, um einerseits eine wohnortnahe Basis- und Notfallversorgung zu sichern und spezialisierte Versorgung an einem Ort des Verbundes in hoher Qualität anzubieten. Drittens. Im hessischen Krankenhausplan werden die gesetzlichen Grundlagen auf Bundes- und Landesebene beschrieben. Insbesondere ist nach dem Hessischen Krankenhausgesetz 2011 die Vielfalt der Krankenhausträger zu beachten. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung hat Vorrang vor rein wirtschaftlichen Interessen von Krankenhausträgern. Und es wird ein langfristiges Engagement des Trägers erwartet. Selbstverständlich hält sich Hessen an diese gesetzlichen Vorgaben. Viertens. Das Land ist an der Öffnung, Schließung und Trägerschaftsveränderung operativ ja gar nicht beteiligt. Wenn ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt ihr Krankenhaus in eine andere Trägerschaft überführt, ist das ihre Entscheidung. In der Landeshauptstadt war das vor einigen Jahren unter einem sozialdemokratischen Oberbürgermeister beispielsweise der Fall gewesen. Die Finanzierung der Krankenhäuser erfolgt durch die Krankenkassen und die Länder. Die laufenden Kosten der Patientenversorgung tragen die gesetzlichen Krankenkassen und die privaten Krankenversicherungen. Die Investitionen werden durch die Länder bezuschusst. Das ist das Prinzip der dualen Krankenhausfinanzierung seit den 70er Jahren. In den letzten Jahrzehnten ist ein Investitionsstau entstanden. Das ist richtig. Richtig ist aber auch, dass Hessen immer weit mehr gefördert hat als der Durchschnitt der Länder. Aktuell steht Hessen nach Bayern und Baden-Württemberg an der dritten Stelle der Flächenländer laut Verband der Ersatzkassen werden in Hessen 6.700 Euro pro Bett in die Krankenhäuser investiert. Und das ist doch das Entscheidende, das ist doch das Wichtige für die Patientinnen und Patienten. Es gab zusätzliche Investitionsimpulse in den Konjunkturprogrammen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise und im Rahmen der Umstellung von der Einzelförderung zur Pauschalförderung. Wir werden gemäß unseres Koalitionsvertrages die Investitionsförderung weiter deutlich erhöhen. So stieg im Haushalt 2020 die Förderung um etwa 30% gegenüber dem Vorhaushalt 2019, genau von 208 auf 296 Millionen Euro nur für die Pauschalförderung. Sie haben im Antrag den hessischen Krankenhausplan erwähnt. Der neue Plan 2020 wird den Plan aus 2009 ablösen. Welche Rechte und Pflichten hatte ein Krankenhausträger, der ein Plankrankenhaus betreibt? Er hat das Recht, die pauschale Investitionsförderung vom Land Hessen zu erhalten. Er hat weiter den Anspruch auf Abschluss einer Vergütungsvereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen. Er übernimmt dafür die Pflichten, die in erster Linie Qualitätsanforderungen, Patientensicherheit, Mindestmengen bezogen auf Behandlung und Eingriffe zur Sicherung der Qualität und, ganz wichtig, Personaluntergrenzen bei der Pflege betreffen. Die Aufnahme in den Krankenhausplan bezieht sich auf die einzelnen Fachgebiete als Abteilungen. Sie garantiert nicht ein positives wirtschaftliches Ergebnis. So wird in Einzelfällen auch in der Zukunft vorkommen, dass Trägerabteilungen in ihren Kliniken schließen werden. Dies war in der Vergangenheit immer dann der Fall, wenn Rettungsdienste diese Häuser nicht mehr anfuhren und wenn Mindestmengen
in der Behandlung und in Eingriffen nicht erbracht werden konnten. Und beides steht im Zusammenhang mit der Qualität der Versorgung, mit der Sicherheit der Patienten. Es ist aber davon auszugehen, dass die derzeit etwa 130 Plankrankenhäuser in Hessen langfristig die stationäre Versorgung in hoher Qualität sichern. Die vor einem Jahr von der Bertelsmann Stiftung aufgestellte These, dass auf jedes dritte Krankenhaus verzichtet werden sollte, wird vom Krankenhausplan 2020 in keiner Weise für Hessen bestätigt, sodass die Beunruhigung, die durch diese Studie ausgelöst worden ist, endlich einmal ein Ende haben sollte. Schwerpunkte und Innovationen dieses neuen Krankenhausplanes sind noch stärkere Fokussierung auf den Patienten, die sektorenübergreifende Versorgung und ein Geriatriekonzept. Der Krankenhausplan 2020 schafft Vertrauen und Planungssicherheit bei allen Trägern. Er verbessert weiter die Qualität der Versorgung. Wir haben die Investitionsförderung sehr deutlich erhöht. Wenn folgende Haushalte die Möglichkeit geben, werden wir einer weiteren Erhöhung der Förderung bei unseren Haushaltsberatungen Priorität einräumen. Regierung und Regierungsfraktion sind in ständigem Dialog mit allen Beteiligten der stationären Versorgung. Wir schätzen Ihre Kompetenz und danken für Ihr Engagement. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ist der nächste Redner der Kollege Markus Bocklet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, dieser Antrag, ich habe lange darüber nachgedacht, wie man auf so einen Antrag reagieren sollte, weil ich der Meinung bin, dass dieses Thema nicht dafür geeignet ist, Menschen in diesem Land zu verunsichern, die Sorge darüber haben, ob sie eine gesundheitliche Versorgung erhalten, ob sie gut versorgt sind mit Medizin, mit Ärzten. Diese Versorgung ist zu keiner Minute gefährdet, und dieser Antrag suggeriert das, und das finde ich schlimm. Deswegen muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wie verzweifelt muss man sein, dass man ein Thema so aufbereitet, dass man von einer Zerschlagung einer Krankenhauslandschaft spricht. Und das widerspricht in jeder Pore jedem Fakt. Und ich werde es Ihnen auch jetzt dokumentieren. Ich finde, wie verzweifelt muss man als Opposition sein, wenn man solche Themen so aufbereitet. Das ist der Sache nicht gerecht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben in über 120 Krankenhäusern in Hessen eine hochwertige, patientengerechte Versorgung. Und ich glaube, niemand wird in diesem Hause bezweifeln, dass diese Versorgung sehr, sehr gut ist, dass wir bundesweit oder auch selbst europaweit oder gar weltweit eine schlechte gesundheitliche Versorgung haben. Niemand wird das hier behaupten. Aber trotzdem trifft man natürlich auf Sorgen und Probleme vor Ort, und ich will darauf auch eingehen. Wir haben nämlich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen und Frau Dr. Sommer, zwei Ebenen, der Bund und das Land, sondern wir haben auch die kommunale Ebene. Dr. Bartelt hat es eben gesagt, die kommunalen Träger. Und jetzt schauen wir uns doch einmal an die letzten drei oder vier Fälle der Krankenhäuser, die vom Netz gegangen sind. Wir beginnen mit Lindenfels und folgen mit Bad Schwalbach. Wer sich dort die Versorgungszahlen angeguckt hat, dann wissen Sie, dass es um 39% oder 41% ging von Belegungszahlen in diesen beiden Krankenhäusern. Keine Investitionssumme dieser Welt, geschweige die des Landes Hessen, hätte das Überleben dieser Krankenhäuser gerettet. Und warum? Weil das etwas mit Betriebspolitik zu tun hat, was mit kommunaler Politik zu tun hat. Und die Krankenhäuser vor Ort, die solche Belegungszahlen haben, die rettet auch eine Investitionssumme nicht. Und dieses Bild wollen Sie aber stellen. Das ist falsch. Die Menschen haben dort vor Ort mit den Füßen abgestimmt. Sie haben andere Krankenhäuser aufgesucht. Und oftmals sind Sie doch aktiv damit beteiligt. Nehmen Sie das dritte Beispiel, das Kraus-Gerauer Krankenhaus.
ein Trauerspiel mit dem Landrat Will, SPD an seiner Spitze. Über Jahre werden dort zweistellige Millionendefizite gemacht. Über Jahre werden dort abenteuerliche Konzepte gefahren. Jetzt zum Schluss meldet dieses Krankenhaus Insolvenz an. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Investitionsmittel des Landes damit etwas zu tun haben. Die Betriebspolitik dieses Krankenhauses hat dazu geführt, dass dieses Krankenhaus Insolvenz geht. Deswegen sind von diesen Fingern, die Sie auf uns zeigen, immer auch mindestens drei, die auf Sie zeigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch Ihre Behauptung, das Land würde zu wenig tun. Ja, in der Tat, Herr Dr. Bartelt hat es gesagt, die Investitionssumme, dafür habe ich schon Jahre geworben, dass wir die Investitionsmittel des Landes erhöhen. Und dabei auch noch einmal an Ihre Adresse. Dem Betreiber des Krankenhauses, dem Geschäftsführer des Krankenhauses ist es wurscht, ob er kommunale, Landes-, Bundes- oder Europamittel bekommt. Dem Betreiber des Krankenhauses ist es wichtig, dass er mehr Mittel bekommt. Und diese Krankenhäuser, die über 120, werden mehr bekommen. Und ich kann Ihnen auch die Zahlen nennen. Es waren 208 Millionen im letzten Jahr und es werden über 260 Millionen sein. Ein Anstieg um über 28%. Es werden 60 Millionen Euro mehr Mittel ausgeschüttet. Zu behaupten, es wäre weniger geworden oder gefährdet, das ist einfach unverschämt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben auch vereinbart, dass diese Investitionsmittel weiter steigen. Sie argumentieren mit vielen falschen Beispielen. Wenn Sie weiter in Ihrem Antrag sagen wollen, dass wir die Krankenhäuser auch anders finanzieren, können wir gerne in einen Diskurs einsteigen. Ich will es Ihnen eben sagen, warum. Die Investitionsmittel dürfen dazu verwendet werden, wie überraschend, für Investitionen. Aber den Betrieb des Krankenhauses steuern die Fallpauschalen. Und eider daraus, wer macht wohl die Fallpauschalen? Sind sie auskömmlich oder nicht? Und diese Fallpauschalen, dort wird einvernehmlich im gemeinsamen Bundesausschuss geregelt, mit der Bundesregierung geregelt, über die Frage, ob diese Fallpauschalen auskömmlich sind. Also auch die Pflegestandards, da wird auch darüber geredet, ob man genug Geld bekommt für seine Operation. Völlig überraschenderweise regelt das die Bundesregierung unter Beteiligung der SPD, wenn ich das einmal festhalten darf. Doch, Frau Dr. Sommer, so ist die Welt. Wir haben also die Bundesregierung, die die Fallpauschalen offensichtlich nicht auskömmlich auszahlt, was ich im hohen Maße bedauerlich finde. Sie haben oftmals Krankenhäuser, die in ihrer Politik auf Expansion gesetzt haben, anstatt, wie nehmen Sie jetzt mal das Beispiel, warum läuft denn zukünftig Groß-Gerau gut? Weil es gesund schrumpft, weil es Verbünde bildet, weil es ambulante Behandlungen macht, weil es sektorenübergreifende Arbeit macht. Das hätte man schon jahrelang machen müssen. Aber wenn man eine sozialdemokratische Politik, die Expansion macht und Ängste schüren machen will, dann kriegt man die Krankenhäuser auch nicht gesund gehalten. Das ist der Teil der Wahrheit, die dazu gehört. Wir haben auch zugesagt, dass wir auch die nächsten Jahre in dieser Legislaturperiode weiter die Investitionsmittel weiter erhöhen, weil das natürlich ein Großteil von Problemen war, weil querfinanziert werden musste. Aber es gibt auch gute Beispiele, die vorausschauend arbeiten. Nehmen Sie jetzt, in der Wetterau wird ein neues Krankenhaus entstehen, in Frankfurt Höchst wird ein neues Krankenhaus entstehen. Sie muss aber auch seine moderne Politik muss sich darauf ausrichten, an den neuen Bedarfen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, Frau Dr. Sommer. Wenn Sie glauben, dass es keinen Plan gibt, das war die Eröffnungsrede, es gibt keinen Plan, es gibt kein Ziel, wir sind nicht. Wir haben, ja, Herr Pürsün, auch Sie, Ihnen gebe ich gerne gleich meinen Krankenhausplan. Übergebe ich Ihnen gerne. Sie müssen ihn ja nicht lesen. Ob Sie ihn lesen können, ist die nächste Frage. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es diesen Plan gibt. Herr Pürsün, es gibt diesen Plan. Dort drin wurde in einem Land, lauschen Sie doch mal, das kann Ihnen ja helfen bei der Wissensvermehrung. Es gibt einen Landeskrankenhausausschuss, Frau Faeser, es gibt einen Landeskrankenhausausschuss unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände, wo ich Ihnen zusagen kann, da sind mehr Sozialdemokraten als andere Parteien an dem Tisch für den Landeskrankenhausausschuss. Die beteiligen sich an der Debatte darüber, was sind die Bedarfe, was sind die Perspektiven, was sind die Prognosen und wie richten wir diese Krankenhäuser in Zukunft aus. Aber sind alle daran beteiligt. Das ist nicht im Hinterzimmer von Herrn Klose entstanden oder von seinem Vorgärtner. Seit 3 Jahren hat man darüber diskutiert, wie dieser Plan auszusehen hat. Dieser Landeskrankenhausausschuss fasst eine umfassende Bedarfsprognose und er gibt auch Qualitätsvorgaben vor. Wir haben neu ein Kapitel für Covid drin. Wir haben im Übrigen auch ein neues Kapitel Patientengerechtigkeit. All das zeugt davon, dass Sie ihn nicht einmal gelesen haben, Frau Dr. Sommer. Wir haben einen Krankenhausplan, der dieses Land zukunftsfähig aufstellt, der die Krankenhäuser gut versorgt. Wir stellen die Mittel zur Verfügung. Ihre Setzpunkte sind sich zusammengefallen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet die Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE.
Danke sehr, Herr Präsident. Ich hätte ja gerne Herrn Dr. Bartels geglaubt mit der Aussage, dass Sie die kommunalen Krankenhausträger unterstützen. Aber Herr Bocklet, Sie haben ja wieder den Beweis gegeben, dass die Tradition hier im Hause eher eine derjenigen ist, die kommunalen Krankenhausträger zu beschimpfen. Und das hatten wir bei Herrn Grüttner bereits immer. In jeder Rede von Herrn Grüttner kam die Kreisklinik Groß-Gerau drauf und dass diese Kreisklinik als erstes geschlossen werden soll. Genau das war jedes Mal die Aussage. Und Herr Bocklet, Sie sind genau in dieselbe Kerbe, gehen Sie da rein. Und ich finde es auch echt mies, dass Sie sich ständig an der SPD abarbeiten. Sie sind mit der, die Grünen sind mit der SPD und der Linken gemeinsam in der Kreisregierung in Anführungszeichen im Kreis Groß-Gerau. Wir verantworten das Krankenhaus gemeinsam, und da müssen Sie sich das Problem auch anziehen. Und gut wäre, wenn die Landesregierung den Kreisen, den Kommunen schon früher die Unterstützung gegeben hätte, tatsächlich Krankenhäuser sinnvoll umzugestalten, wie wir jetzt das aus eigener Kraft in Groß-Gerau machen, nicht mit Unterstützung von woanders. Aus eigener Kraft organisieren wir diese Klinik in ein intersektorales Gesundheitszentrum. Und das wäre wirklich eine Aufgabe der Landesregierung zu sagen, in einem Planungsprozess zu sagen, das sind die Krankenhäuser, die müssen alles machen, und das sind die Krankenhäuser an der anderen Seite, die sind dafür da, die Versorgung ambulant und stationär vor Ort zu gewährleisten. Das ist Ihre Aufgabe, das wäre Ihre Aufgabe, das ist unsere Anforderung an eine Landespolitik, aber da sind Sie leider eine Nullnummer. Und ich möchte nur noch einen Punkt dazu sagen. Ich möchte nur noch einen Punkt dazu sagen. Mit diesen Fallpauschalen werden wir natürlich überhaupt nicht glücklich. Und es ist notwendig, die Krankenhausfinanzierung auf völlig andere Grundlagen zu stellen. Und würden Sie sich da mal auch engagieren, wäre das wirklich eine erfreuliche Angelegenheit. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nullnummer ist natürlich ein nicht parlamentarischer Begriff. Ich bitte das durchaus zu berücksichtigen. Naja, Sie haben, zu wem haben Sie Nullnummer gesagt? Ja, das ist nicht freundlich. So. Doch, 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 Frau Kollegin Böhm. Doch, doch, Frau Kollegin Böhm. Man kann auch im Parlament freundlich sein und man kann auch zur Landesregierung freundlich sein. Man muss es aber nicht sein. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. So, jetzt hat zur Erwiderung der Kollege Bocklet das Wort. Ja, zum Thema Nullnummer kann ich sagen, die einzige mir wirklich bekannte Nullnummer sind die mit ganz vielen Nullen über das Defizit im Kreis Groß-Gerau. Und ich verstehe eigentlich auch, warum Sie von der Linkspartei in die Bütt gehen müssen, weil es manchmal wehtut, wenn man Verantwortung trägt. Wir haben die Frage hier nicht aufgeworfen, Schuldzuweisung. Das ist der Antrag der SPD, dass die Landesregierung die Krankenhäuser zerschlägt. Am Beispiel Groß-Gerau lässt sich dokumentieren, dass über Jahre eine falsche Betriebspolitik gemacht wurde. Ja, in der Tat, die setzte auf Expansion, und sie hatten nicht genug Patienten- und Fallpauschalen. Die Menschen sind in andere Krankenhäuser gegangen. Und jetzt kommt das Schlimme. Die Linkspartei ist dort in einer Regierung, und deswegen müssen Sie sich hier hinstellen. Aber Sie müssen auch den Schuh anziehen, dass Sie selbst nicht korrigiert haben vor Ort. Wo haben Sie denn auf intersektorale Zusammenarbeit gekämpft, für Verbund? Für Gesundschrumpfen. All das haben Sie nicht getan. Frau Böhm, regen Sie sich nicht auf. Sie sind verantwortlich. Auch Sie sind verantwortlich. Und das sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen. Nicht immer nur auf andere zeigen. Dankeschön, Herr Kollege Bocklet. Nächste Rednerin für die Fraktion der AfD ist die Abgeordnete Papst-Dippel. Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir über Krankenhäuser reden, dann reden wir letztendlich von Menschen, die sich in einer belastenden Ausnahmesituation befinden, mit Auswirkungen auch auf die Angehörigen. Der demografische Wandel, besonders im ländlichen Raum, bringt es mit sich, dass gerade hier in der Zukunft vermehrt multimorbide Patienten mit langen Krankenhausaufenthalten zu erwarten sind. Vor allen Dingen hier im ländlichen Raum braucht es also Krankenhäuser, damit die Heilung befördernden Besuche für Senioren möglich bleiben. Natürlich müssen wir auch über Finanzen sprechen.
über Wirtschaftlichkeit und damit über eine zukunftsfähige Tragfähigkeit unserer Krankenhausstandorte. Bevor wir aber darüber sprechen, müssen wir die Frage klären, ob Krankenhäuser als Wirtschaftsunternehmen zu betrachten sind und welchen Wert die Gesundheit unserer Bevölkerung hat. Ja, es gibt Bereiche, die sich aus wirtschaftlicher Sicht nicht rechnen. Und dazu zählen besonders die Geburtsstationen, die immer mehr aus der Fläche verschwinden. Ich zitiere: Die Art und Weise, wie wir gebären und geboren werden, prägt nicht nur unser ganzes Leben, sondern auch unsere Gesellschaft und somit die Zukunft unserer Erde. Das stammt von Michel Audin. Das ist ein Argument für natürliche Geburt und zeigt die Wichtigkeit einer Sicherheit durch Geburtsstationen im Hintergrund und in der Nähe. Und diese Bedürfnisse am Beginn des Lebens und die Bedürfnisse der Menschen in der letzten Lebensphase sollten als Bedarf gesehen werden für den Erhalt einer flächendeckenden Krankenhausversorgung, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich zu Ihrem Antrag, werte Kollegen von der SPD. Sie reden von Geld und der Funktionsfähigkeit unserer Krankenhäuser. Dass unsere Krankenhäuser wirtschaftlich schlecht dastehen und nicht in sie investiert wurde, ist seit Jahren bekannt. Obwohl gerade kommunale Krankenhäuser einmal das Erfolgsmodell in der Krankenversorgung waren. Das hängt aber nicht nur mit nicht ausgezahlten oder zu geringen Fördermitteln zusammen, sondern vor allem mit der Vergütung der voll- und teilstationären Leistungen über das DRG-System. Über DRGs zu reden, ist aber schon lange nicht genug, Herr Bocklet. Das damit verbundene wirtschaftliche Denken und die Zuordnung eines Menschen, der als Individuum betrachtet und nicht pauschal abgerechnet werden kann, entspricht nicht dem Grundsatz, dass Krankenhäuser dem Patienten dienen und nicht dem Profit. Es wird eine Bewertung der Patienten und der Erkrankung vorgenommen und nicht der tatsächlich erforderliche Behandlungsaufwand vergütet. Besonders gilt das für den Fachbereich Pädiatrie. Sie meinen, dass diese Situation mit höheren Fördermitteln zu meistern ist. An dieser Stelle möchte ich Ihren Parteikollegen Karl Lauterbach zitieren. Wir haben ein Überangebot an Krankenhäusern, die keine wirtschaftliche Perspektive haben. Zitat Ende. Damit hat Ihre Partei auf Bundesebene bereits 2013 die Forderungen der CDU durch Jens Spahn unterstützt, Krankenhäuser z.B. in Altenheime oder medizinische Versorgungszentren umzuwandeln. Die Aussage Ihres Kollegen beruhte auf dem Krankenhaus-Rating-Report 2013, nachdem rund 2.000 Krankenhäuser insolvenzgefährdet seien. Im Ergebnis ist heute festzustellen, dass mit dem Krankenhausstrukturfonds genau diese Forderungen in der Praxis finanziell unterstützt werden. Mit 500 Millionen Euro finanziert über den Gesundheitsfonds werden die bisherigen Fördertatbestände Schließung, Konzentration und Umwandlung geschärft und teilweise neu konturiert. Hierfür erhält Hessen laut Angabe des Bundessicherungsamtes jährlich bis 2022 knapp 35 Millionen Euro vom Bund. Im hessischen Krankenhausplan sind genau diese Ziele festgelegt. Zu den erklärten Planungszielen gehört die Optimierung der Krankenhausstruktur durch Verbundbildung und die Standortkonzentration. Dem Krankenhausplan ist zu entnehmen, dass es immer noch zu viele Krankenhausstandorte und zu wenige Verbundstrukturen gibt. Das Land Hessen, also quasi CDU und Grüne, erwarten von allen Krankenhausträgern vermehrte Anstrengungen zur Verbundbildung und zur Standortkonzentration. Die Konsequenzen einer Ausdünnung der Krankenhauslandschaft werden direkt mit eingeplant. Bei einem Schädel-Hirntrauma sind 60 Minuten bis zur Klinikaufnahme und 90 Minuten bis zum OP-Beginn laut Eckpunktepapier 2016 festgelegt. Bei einem Schlaganfall 90 Minuten bis zur Entscheidung der Therapieart, schwerverletzte Polytrauma 90 Minuten bis zum OP-Beginn, Reanimation bei Kreislaufstillstand 60 Minuten bis zur Klinikaufnahme. Die Schließung weiterer Krankenhäuser wird von CDU und Grünen aber nicht weiter kritisch bewertet. Im ländlichen Raum müssen Bürgerinnen und Bürger schon längere Anfahrtszeiten auf sich nehmen, und diese würden sich ja nur um wenige Minuten verlängern.
jetzt in einem Dringlichen Entschließungsantrag über Notfallversorgung, Kinder- und Jugendmedizin und Geburtshilfe zu diskutieren zu wollen, das ist zu spät und nicht genug. Verkauft wird die Ausdünnung der Krankenhauslandschaft selbstverständlich positiv. Erst im vergangenen Jahr hat die Bertelsmann Stiftung, ist schon erwähnt worden, empfohlen, die Zahl der Kliniken in Deutschland von 1400 auf unter 600 Häuser zu reduzieren. Die Zahlen stammen aus dem Ärzteblatt. Das soll Versorgungsqualität und Personalausstattung mit Ärzten und Pflegepersonal verbessern. Solche Vermutungen, denn es sind Vermutungen, sind aber irrelevant, wenn es um die medizinische Versorgung der hessischen Bürger geht. Das Beispiel Helios Dr. Horst Schmidt Klinik in Wiesbaden beweist das Gegenteil dieser Vermutungen. Mehr als 2000 Mitarbeiter, über 150.000 Patienten im Jahr, ein Haus der Maximalversorgung mit 25 Fachkliniken, 5 Instituten, 20 spezialisierten Zentren und einem medizinischen Versorgungszentrum. Das nenne ich Standortkonzentration und sollte den Vermutungen folgend eine gute Personalausstattung mit sich bringen. Doch wie sieht es tatsächlich aus? In der Unfallchirurgie konnte z.B. die Pflegepersonaluntergrenze nur zu 53% eingehalten werden. Eine Konzentration der bestehenden Krankenhausstandorte, um diese wirtschaftlich betreiben zu können, trägt also nicht zwingend zu einer besseren Versorgung bei. Doch wie können wir das Problem der Unterfinanzierung unserer Krankenhäuser lösen? Mehr Fördermittel, die in Bettenabbau, Zusammenlegung von Abteilungen usw. so fließen? Sicherlich nicht. Das Problem kann nur gelöst werden, wenn Krankenhäuser für die tatsächlich erbrachten Leistungen eine ausreichende Vergütung erhalten. Und es müssen die Krankenhäuser finanziell unterstützt werden, die unwirtschaftliche Stationen vorhalten, die aber wiederum trotz geringer Patientenzahlen gesellschaftlich betrachtet von großer Bedeutung sind, wie im Fall der Geburtsstationen. Ihr Antrag klingt also insgesamt nicht wirklich ehrlich, und er orientiert sich für uns gesehen zu wenig an den Patienten. Wir werden den Antrag ablehnen. Dafür werden wir dem Antrag der LINKEN zustimmen, die mehr die Menschen im Blick haben. Vielen Dank.